Nur wenige Steine sind übrig geblieben von Theben, das Homer als Stadt der sieben Tore bezeichnete, einer der wichtigsten Orte in der griechischen Antike. Doch der Glanz war nicht von Dauer. Die Geschichten aber haben es bis in die Gegenwart geschafft und sie werden nun neu erzählt im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Dabei geht es um Klimawandel, Selbstzerstörung und Krieg auf Grundlage antiker Dramen an fünf verschiedenen Abenden. Den Auftakt machte Antropolis 1. Jan-Peter Gerkens war für uns dabei. Ganz großer Einsatz zum Saisonauftakt. Selbst Theaterpferd Sam steht bereit zum Auftritt auf der Bühne des Hamburger Schauspielhauses. Dort selbst toben die Elemente, Regenguss und Schlamm, aus dem das mythologische Theben entsteht. Eine düstere, fünfteilige Zivilisations- und Untergangsgeschichte erzählt Regisseurin Karin Bayer in Antropolis. Das Wort Stadt ist nichts als ein anderes Wort für Zerstörung. Es ist natürlich so, dass wenn wir in einer Situation sind wie zurzeit, dass man ja fast von so einer Art Polytrauma des Planeten sprechen kann. Es sind so viele Krisenherde, die wir betrachten. Da greift man gerne auf griechische Mythologie zurück. Und rückt der Gegenwart auf nackter Bühne nahe, in bildmächtigem Theater mit hoher griechisch-mythologischer Personaldichte. Kadmos hat inzwischen seine Macht an seinen Enkel Pentheus abgegeben und Pentheus will gegen mich kämpfen, gegen mich. Ein Gott. Sag mal, es heißt, ein Fremder ist in der Stadt. Filmgeschichte wird immer wieder zitiert in dieser Thebensaga um Göttergetrommel und hohlen Mythenzauber. Und um den Einbruch rauschhafter Entfesselung in der Thebanerordnung. Tragödie trifft Komödie. Wissen Sie was, beim Champagner nervt mich unheimlich die Kohlensäure. Da kann man nämlich nur einen Schluck trinken von und dann denkt man, man hätte zugenommen. Deswegen schüttle ich da immer die Kohlensäure raus. Jetzt machen wir es so und dann kriegt man davon meistens auch eine ganze Flasche schön weg. Lina Beckmann beim süffigen Drahtseilakt zwischen den Genres. Man kann nicht immer in das Drama so reinrasseln, so pur. Mich juckt es dann auch manchmal, eine Szene kaputt zu machen mit einem Humor oder zu irritieren. Sieht dieser Kopf? Grotesk, abgründig und zutiefst erschütternd ist das grausame Drama, in dem die Mutter im Wahnrausch den eigenen Sohn zerfleischt, zerstört, was sie liebt und nicht erkennt. Ein grandioser Auftakt zum tödlichen Fünfteiler, der Theben nennt und unsere Gegenwart meint. Das ist der Kopf von Pentheus.